Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Marksman Spam im FFA. Tut mir echt schon leid, dass ich das spiele die ganze Zeit, weil es so monoton ist. Und ich höre auch echt auf damit, wenn ich wieder da bin. Aber es sollte jetzt das letzte Match sein, was ich mache, bevor ich wieder spielen kann nach dem Urlaub. Das heißt, morgen kommt wieder anderer Content. Eins fehlt noch, das war jetzt mein neuntes Placement-Match im FFA. Das heißt, eins fehlt noch, damit ich eingerankt werde. Vielleicht mache ich das noch irgendwann zwischendrin, aber jetzt kommen erstmal ein paar andere Matches. Verspreche es. Und, aber ich muss das jetzt nochmal durchziehen und ich sehe halt einfach nicht, warum das nicht gut ist. Es tut mir echt leid. Es ist aber klar, kann man das kontern, wenn man im Bonus Wars 1 gegen Marksman plus Stormcaller spielt. Das Problem ist, im FA ist es so viel schwieriger. Allein, dass man Crawler spielt und bei deinem Gegenspiel wirklich noch ernsthafte Mengen an Crawlern ankommen, also bei mir dann als Spieler, wenn die vorher gegen die ganzen Mobs aus der Mitte kämpfen mussten, vielleicht noch gegen andere Spieler teilweise, dann wird es schwierig. Never mind. Okay, alles gut. Ich dachte gerade, das Spiel wäre kaputt oder so. Wäre, glaube ich, schon wichtig, die erste Runde nicht zu versagen, ja. Das wäre schon wichtig. Also brauchen wir auf jeden Fall Fangs hier. Hier drüben kann ich aber auch nicht einfach reinmarschieren. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich mach's mal so irgendwie. Ich bin ein bisschen linkslastig, aber ich sehe gerade nicht, wie ich das sonst hinkriegen soll. Wobei, die brauche ich hier eigentlich gar nicht. Ich gehe nur in die Arclights rein. Also wenn, muss ich den Panzer rübersetzen, aber... Nee, machen es einfach mal so. Let's go. Solange die Crawler hier knubbeln und die Panzer die ausschalten, sollte ich hier klarkommen. Ich hätte hier noch einen Marksman weiter hier rübersetzen sollen. Der gehört irgendwo dahin, weil hier brauche ich eigentlich gar nicht so viele. Habe ich nicht genug nachgedacht. So, sehr schön, die gehen auf den Arclight. Ist gut. Und hier, ja, es passt aber ganz gut. Die Fangs machen das lang genug. So, die eine Marksman geht drüber, das reicht eigentlich auch. Zack, down, down. Jetzt kann ich die Tower mir holen. Hier gewinnt die KI, das ist gut. Da drüben gewinnt auch die KI, das ist auch gut. Hier gewinnt der Spieler. Ah, wobei, auch noch nicht so richtig. Also vielleicht kriege ich jetzt sogar richtig viele Tower, mal gucken. Auch nicht, wer schnell in der Mitte sein sollte. Und die bekommen mich auch nicht aufgehalten. Ja, es wird eine richtig gute Runde für mich. Ja, auch die KI, ne? Ja. Die Stormcaller könnte so ein bisschen eklig werden, aber ich habe noch genug. Das kriegt auch noch den... Ich habe 4 Tower bekommen. Wow. Ein Level leider nur bekommen. So. Eventuell sind es hier die Fire Badger. Vielleicht sogar nicht.
Schwierig. Aber an dich brauche ich noch mehr Spam-Clear, also von daher sind die schon okay. Hacker könnte man auch überlegen. Nee, ich mache dann die Fire-Badger hier. Um besser klar zu kommen. Vielleicht nicht ganz so weit draußen hin. Vielleicht auch nicht ganz so defensiv. Was schon? Den leveln wir. Stormcaller werden hier halt super strong. Und hier ehrlicherweise auch. Und dann holen wir noch einen Marksman mehr dazu. Ja, passt. Klar, ich habe jetzt nichts Gutes hier, um die Stormcaller abzulenken. Vielleicht hätte ich einfach einen Crawler holen können. Ich habe keinen Stormcaller rekrutieren können, die Runde. Und ich denke im Endeffekt, die Firebatcher lenken hier auch lange genug ab. Das ist zumindest meine Hoffnung. Der Scorp ist natürlich super gut gegen die Firebatcher, keine Frage. Jeder eine Hero Fang noch. Links bin ich klar durch, rechts sieht aber auch nicht so schlecht aus. Ja, der Scorpion macht hier richtig Arbeit. Aber jetzt stirbt er halt auch gleich. Und hier leben noch ein paar Panzer. Wichtig, dass hier kein weiterer Schuss rauskommt, das saved 2 bis 3 Panzer. Hier, wenn der Level 3 dran kommt, müsste es meiner sein, perfekt. Hier, den kriege ich auch wieder. Also es läuft richtig gut die Runde. Die Hacker sind nicht schlecht, aber man sieht, ohne Reichweite taugen die auch nichts. Auch nicht, wenn ich mal gegen die Panzer mit dem Marksman dahinter. Weil seine Marksman, die erst auf den Panzer geschottet haben, die er hacken wollte. So sah es für mich aus. Ja, das könnte nur ein Problem werden für mich, wobei die Stormcaller aus Versehen fast beide Hacker gekillt haben. Einen haben sie gekillt, den zweiten noch nicht. Jetzt haben sie beide gekillt. Ja, okay, also ich gewinne die Runde nicht, aber ist auch egal. Das Wichtigste ist gemacht, hätte ich gesagt. Über den hätte ich gerne für 25 Credits. Nehmen wir mit. Kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich will den Marksman aber auch noch. Also ich bin weiter im Lead. Das heißt, wir werden mehr mit mehr XP zugeschustert. Oh, sehr schön. Mehr Marksman für die Welt. Das müssen wir kurz mal versuchen, ein bisschen smart zu sein. Wir brauchen ja. Also Reichweite-Issues haben wir nicht, weil die haben das hier, die sowieso nicht. Was hat der für eine Reichweite? Aber den kriege ich eh nicht outranged. So. Wir argumentieren uns einfach mal so zurecht. Ich brauche allein 450 für die Marksmen. Kann mir keine Upgrades leisten. Lebensgemein. Aber hier das Upgrade macht auch Sinn. So. Versucht sie so ein bisschen aufzutrennen. Okay. Let's go. Aber das mit die Sold Marks, wenn ich so viel auf einmal treffe, aber das ist minimales Management hier. Old Hacker hier. Ich meine Multi-Control-Hacker. Spielt jemand an den Mustangs, sind das okay, okay. Gegen die Mustangs könnte es. Ja, aber die Mustangs haben zu viel Reichweite für die. Die machen gar nichts. Wobei die Crawler die noch überholen, aber ich glaube trotzdem, dass sie gar nichts machen. Mal gucken. Auch alles nur Level 1 Rhinos, mit denen sollte ich eigentlich gut klarkommen. Genau. Habe ich mir das vorgestellt, die platzen aber durch die Marksmen, sobald die drauf schießen. Die Marksmen, die platzen auch, sobald meine Marksmen drauf schießen, oder? Die halt tanken schon ganz gut, die Assault Marksmen. Und jetzt kommt der erste hier mit einer Flanke gegen mich.
Ja. Da macht sich jemand keine Freunde. Ich meine, es mag vielleicht schon sein, dass es gegen mich brauchen, aber die Frage ist halt, bringt es ihn weiter, jetzt schon wieder Ressourcen zu investieren in meine Flanken? Ich behaupte nein. Das ist mehr so ein selbstzerstörerisches Gen, glaube ich auch. Die Frage, ob ich das hätte gewinnen können, wenn der Dings nicht da gewesen wäre, der Crawler, ich glaube es nicht, aber hätte auf jeden Fall geholfen, wenn der Crawler nicht gekommen wäre. Das hier klingt sehr, sehr tempting, aber das hier ist der absolute Killer. Crawler-Problem gelöst. Mich Quickshot. Die sind nicht so hoch im Level. Ja, Quickshot ist, glaube ich, das Beste hier für die Runde, um es zu gewinnen. Wir machen es einfach mal. Hat eigentlich irgendjemand nicht das Deployment genommen? Ne. So smart waren alle, das ist gut. Dann gucken wir mal, ob es läuft. Ah, ich wollte gucken, welcher Spieler das war, ne? Wieso sehe ich das nicht? Ah doch, ich weiß, jetzt in den hinteren Flanken, das heißt, muss der oben sein. Muss der grüne, ist das okay? Die zwei haben nicht die Reichweite genommen. Okay, wir sehen es, kein Riesenproblem hier. Ah, hätte ich Reichweite genommen, hätte ich vielleicht sogar den Tower da drüben noch bekommen, den rechts. Den bekomme ich auf jeden Fall. Läuft. Das hat der bisher nichts. So, und da heimsen wir ein paar Siegpunkte ein. Die Crawler nerven immer noch. Ich mach's einfach so, dann kann der da aushelfen. Den packen wir mal hier in die Mitte. Das läuft schon. Ich denke, die kriegen schon mal. Ja, ich gucke erst mal, wie viel Geld ich habe und gucken. Auf jeden Fall wieder, wir kennen es. Hier Marksman holen. Und dann reicht es noch für Elite Marksman. Diesmal auch ohne Beacon, weil jetzt halt der Vulcan hier steht. Das passt schon soweit.
Let's go. Steel Balls, Level 9. Das ist der extra Schaden ganz gut. Vielleicht setze ich ihm aus Revanche den Dommerhegen und Crawler noch hin. Aber ist eigentlich egal. Es macht halt keinen Sinn, sich zu revanchieren, muss ich auf sich konzentrieren. Ich vergesse es immer wieder. Es bringt mich nicht nach vorne, das zu tun. So. Also die Steelballs tanken schon ordentlich, weil sie seit Level 9 sind. Wenn sie sich irgendwo festgesaugt haben, dann saugen sie das auch komplett aus, aber es reicht halt nicht. Auch die War Factory tankt natürlich ganz gut gegen Marksman, aber halt auch nicht ausreichend. Und die Marks, die Phoenix outrangen mich zwar, aber nicht genug, sind zu wenige. Und da alles easy. Der hat Reichweite mittlerweile. EMP auf der AT wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder mehr Level noch und gucken. Wobei, wenn die Marksmen einfach gut genug sind, reicht das auch aus. Dann sieht's ja hier. Hat also die höhere Reichweite, das merkt man natürlich direkt. Nur den Marksman mit Item Outrange die. Natürlich auch nicht den. Ja. Also ich brauche Reichweite auf der AT potenziell. Und auf den Marksman natürlich auch. Mal gucken, was ich mir leisten kann. Das wird wahrscheinlich. Ja, der Boss sollte das schaffen eigentlich. Easy. Hallöchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mir hier jemand hinten so einen Scheiß reindroppt. Aber dann ist das halt so. Jetzt die Frage. Ja, ich bin auf Reichweite. Ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach auf Max Range. Fertig. Vielleicht ist es dann sogar eine Runde mit. Verkaufen will ich eigentlich nichts, weil alles, was ich habe, ist immer ganz gut, um den initialen Push des Gegners zu verlangsamen. Also ich nehme jetzt hier den Kredit mit. Dann kann ich nämlich hier noch den machen. Und mir noch ein paar Marksmen mehr kaufen. Ich habe gehört, die sind ganz gut. So. Ah, sogar ein Trop hier bei mir drin. Das stimmt doch instant. Also bald die den Crawler nicht mehr. Ja, keine Ahnung, was ich dabei gedacht haben. Also irgendwer hat auf mich abgesehen. Aber es wird nicht reichen. Die Hacker nerven schon ein bisschen, keine Frage. Mal gucken, vielleicht reicht sogar in Summe aus für die KI, mich zu holen. Sieht leider ganz gut aus. Die KI meine ich, nicht für mich. Mein Tower geht gleich down. Ja, das war's. Vielleicht kriege ich den noch down, aber eher nicht. Nee. Der Debuff ist zu hart. Ja, und der nächste. Ah, einen habe ich noch bekommen, sehr schön. So, wieder alles nicht so tragisch. Runde 6. Ja, bei David stark jetzt. Ich
sehe nicht, wie der noch. Okay, war das einer von mir? Achso, ja, einer von mir übernommen. So war das. Sehr schön, meine Marksmen finishen ihn noch, auch wenn sie ihm nicht mit mir gehören. Sehr gut. Ja, die guten Experimental Overlords. Wäre vielleicht doch ein Double Shot Engel gewesen. Eventuell. Tank Production ist hier gut. Ich muss eigentlich hier auch schilden, ne? Ich glaube, diese Runde begnüge ich mich mit 3 Marksmen. Ah ne, jetzt geht's sogar 4. Setzen erstmal die Schilde. Ja, wenn ein Marksman irgendwo stirbt, ist es auch nicht so tragisch. Geht ja vor allem darum, dass nicht die große Masse an meinen Marksmen stirbt. So, dann verteilen wir die hier alle noch ein bisschen. Mal gespannt. Der Double Shot fehlt noch. Ich spüre ja immer noch, weil alle gestorben sind. Level 7 ist seiner. Meiner ist mit Level 6 leider. Das ist tragisch, dass er letzte Runde nicht gelevelt hat. Das ist wirklich ein Problem. Er hat auch Reichweite aus. Ja, ist kein Problem werden die Runde. Ich muss dringend auch Artillery Range ausgeben. Ich befürchte, dass ich den auch nicht aufgehalten bekomme. Also jetzt Artillery Upgrades sind wichtiger als die Upgrades auf meinen. Na, wie heißen sie? Ich hab den nicht mal bekommen, das Geld. Oh, ist das ein Scam hier? Das habe ich auch nicht bekommen. Ja, das Spiel scammt mich maximal hier. Wow. Ja, okay, okay. Das lief nicht gut, die Runde. Ja, ich brauche unbedingt bessere Arti. Die hat mich gerade hier die Runde gekostet. Und dass ich halt so viel Schilde ausgegeben habe, die ich gar nicht brauchte. Das war auch nicht hilfreich. Okay, wichtigste Geschichte, das hier. Aber 3-mal Arti. Und spare mir hier den Kredit, glaube ich. Habe ich in der Mitte eigentlich schon Arti? Nee, gell. Ich hätte eigentlich gerne lieber auf der linken Flanke mehr Arti gehabt, da passt aber keine mehr gescheit rein. Ganz hinten will ich es nicht hinstellen. Mal gucken. Er setzt auf Hacker und EMS auf seinen Marksman.
Geräusche so geil von dem Marksman, finde ich. Diese Flanke ist halt nervig, ne? Das ist ja mein guter. Ja. Die Hacker bringen hier nicht viel, keine Frage. Im direkten Marksman-Duell sogar ein Nachteil mit dem Quickshot, aber es hat so viele andere Vorteile. Zumindest wenn man nicht im Level, Level-Nachteil ist, zumindest ein Nachteil. Mit dem Quickshot, weil ich halt zwei Schüsse brauche seit dem Marksman teilweise, wie man sieht. Der killt den sogar noch. Mir fehlt aber das EMS oder das Level 4. Aber es sind halt trotzdem noch zu viele Marksmen. Keine Chance. So, und jetzt gehen wir in die letzte Runde. Fragezeichen. Acid, ich muss wieder schilden auf jeden Fall. Ich muss schilden. Irgendjemand wird es versuchen. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Wichtig ist natürlich das Upgrade, dass er mal endlich mal Level 9 wird. Also gerade auf den Marks sind die Level halt super wichtig wegen der Reichweite. Ne? Ich könnte überlegen, den hier einfach zu verkaufen, um mehr Geld zu haben. So, dann geben wir dir auch nochmal ein Upgrade, der Arti. Und dann gucken, was passiert. Wir haben sogar noch den Nuke aufgespart. Ich hoffe, die rennen schnell genug nach vorne. Wüssten sie aber eigentlich. Zumindest mein Level 8 ist safe. Ich verliere jetzt maximal einen Marksman hier, oder? Ja, ich glaube, der eine ist gestorben. Ja, die versuchen echt alles, gefühlt gehen die auch alle auf mich immer drauf. Das Ding ist halt, die werden halt viel schneller fertig mit ihren Gegnern, weil die Dicken immer zu mir kommen. Aber man sieht halt trotzdem, dass es reicht, oder? Ja, es ist da auch eben S drauf. Sollte reichen. Vielleicht verliere ich meine Kuh noch, aber ich glaube nicht. Nee, tue ich nicht. Easy. Also die haben schon echt versucht, mich rauszunehmen. Und sie haben ja auch echt geschadet, die Runde, das muss man auch sagen, keine Frage. Aber jetzt fighten hier ihre restlichen Blobs schon, weil die anderen Blobs von ihnen habe ich ja besiegt. Hier hat sogar auch jemand Gift hingesetzt, oder Acid. Ging gar nicht alles auf mich. Weil die hochleveligen, Melting Points sind schon ein Problem für mich, muss man sagen. Nicht ohne die nächsten Skills. Ist egal. Reichweite, Kredit, Born-Item. Level 9 mit Reichweite. Sehr wichtig.
Also hier wäre echt so ein Szenario, wo ich auch gerne den Knopf hätte, dass man einfach Einheiten spawnen, dass man einfach alle auf einmal leveln darf. Hier würde ich das komplett fühlen. Die Anfrage kam ja öfters mal auf dem Discord auf, bei auf dem Mikabellum Discord auf dem offiziellen einfach. Man sieht ja, das ist schon ein Problem. Drei kann ich so, das heißt vier Stück. Zack, zack. Auch da vorne stellen. Denke ich. So, dann gucken wir, was jetzt alles auf mich drauf liegt. Doppelöl. Und Crawler. Okay, das werde ich selber nie in Brand setzen, vermute ich. Ja, wir versuchen schon alles mich aufzuhalten. Und das funktioniert hier an der Stelle vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das ist hier auch nochmal. Ne, Asset kommt von denen, ne? Ja. So. Letzte Runde, richtig? Das heißt, alles Geld ist irrelevant. Es geht nur darum, nicht zu verlieren. Oder dass keiner mehr mich überholt. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, es wird jetzt hier einiges von mir verbrennen. Leider. Das Feuer war schon gut von meinen Gegnern. Weiß nicht, ob meine Marksmen es hier durchschaffen. In Level 9 sollte das überleben mit eine Weile. Auch die überleben es eine Weile. Also es hat keiner mehr genug. Wobei der hatte theoretisch genug Leben, um mich noch zu überholen, ne? Der blaue. Kriegt jetzt aber auch gleich den Debuff. Aber gut. Splittet sich hier aber auch so ein bisschen, mal gucken. Ja, der schafft es vielleicht wirklich sogar noch. Weiß nicht, es reicht ja nicht, sind nur 2000 Schaden. Egal. GG. Ja, also die hat gewonnen, die Runde. Also das ist eigentlich ganz gut, ne? Was er hier spielt. Klappt aber auch nur, weil meine Stormcaller zu weit hinter den Marksmen dahinter bleiben, weil die zu schnell sind, die Marksmen. Hätte ich gesagt. Vielleicht müsste ich auch hierzu dann doch nochmal ein paar Melting Points einfach auch hier mit, auch mit Crawler Production spielen. Einfach nur, damit ich irgendwas hat was rein, ab und zu mal nach vorne fährt, um solche Skill-Geschichten hier wie dieses Electromagnetic Barrage abzufangen. Weil ansonsten, normalerweise hätten die ja keine Chance gegen meine Marksmen von der Reichweite, auch gegen die nicht. Die müssten ja eigentlich viel früher auf die drauf schießen. Aber es hat halt nicht so richtig geklappt. Weil seine Crawler mich zu sehr abgelenkt haben und er dann doch einfach in Reichweite kam. Naja, also... Das ist halt immer das Ding, man kann sie halt immer nur auf 1 so richtig einstellen. Ich denke halt, das hier kann man an sich auch anderweitig sehr gut kontern, aber... Beziehungsweise EMS-Art ist dagegen eigentlich auch ganz gut. Muss halt die Crawler besser loswerden und das ist nicht meine Stärke gewesen. Wie dem auch sei, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo lassen und morgen gibt es bei mir was anderes als FFA Spawn. Außer ich habe es bis dahin vergessen, wenn ich das nächste Video aufnehme und dann gibt es vielleicht noch einen. Ja, aber ich hoffe nicht. Also, ciao, ciao. Ah, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe mir gerade hier kurz ins Leaderboard reingeguckt und habe hier mit dem Lead MMA auch den Rang 1, obwohl ich noch nicht mal meine Placements fertig habe. Ja, okay. Ist aber, man merkt auch mittlerweile, dass die ein bisschen stärker werden, aber es ist halt FFA, ne? Wie auch immer. Ciao, ciao. Jetzt bin ich wirklich weg. Stimmt nicht, ich bin immer noch da. Ich habe Quatsch gelaut im gar nicht Platz 1, ich bin nur Platz 4 in der Welt, aber halt du. Naja. Ciao, ciao.